Richtig spannend und lustig wird es aber erst, wenn wir diese Dinger hier nehmen. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber dadurch wird es wirklich nett, weil man dann auch ganz viele Dinge macht, die für die Praxis relevant sind. Wir werden heute noch sehen, dass man das zum Beispiel für Prüfsummen wunderbar benutzen kann. Und das sind Dinge, die auch in der Nachrichtentechnik vorkommen und so weiter. Ja. Immer denken Sie dran, P muss eine Primzahl sein. Nur dann ist das ein Körper. Da kann man jetzt auch davon reden, dass man sowas hat wie ZP von x, also Polynome, in denen die Koeffizienten alle aus ZP sein müssen. Da sollten wir jetzt vielleicht mal zu konkreten Beispielen übergehen und nicht immer nur über P reden, sondern ich setze mal jetzt, nehme mal für P irgendwas Konkretes, sagen wir mal P gleich 5. Das heißt, wir betrachten jetzt dieses Ding hier. Und nochmal zur Erinnerung, Z5 ist ja die Menge, die besteht aus den Elementen 0, 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, wenn wir über Polynome reden und wir rechnen in Z5, dann gibt es überhaupt nur fünf Zahlen, die vorkommen können, nämlich die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4. Und die dürfen auch nur als Koeffizienten vorkommen. Ja? Ich kann jetzt ein Beispiel dafür hinschreiben und sagen, ein Polynom wäre zum Beispiel 3x hoch 4 plus 2x Quadrat plus 1. Das wäre so ein Polynom aus Z5 von x. Das muss ich dann aber betrachten, das üben wir auch gleich, als eine Funktion, die Elemente von Z5 auf Elemente von Z5 abbildet. Was ich nicht schreiben sollte, obwohl es faktisch nicht völlig falsch ist, ich sollte als Koeffizienten zum Beispiel statt 3 nicht 7 schreiben, weil die Zahl 7 hier nicht vorkommt. Jetzt könnte man sagen, 7 ist doch dasselbe wie 2, ja? Aber das sollte man nicht tun. Sie sollten wirklich darauf achten, dass Sie immer nur 0, 1, 2, 3, 4 hinschreiben. Und genau das Gleiche ist natürlich, ich könnte jetzt auch mit einer gewissen Berechtigung sagen, ich kann ja hier statt 2 zum Beispiel ein Drittel hinschreiben, weil das ja ein Körper ist und der Wert ein Drittel ja wirklich existiert. Ich darf ja dividieren. Aber auch das ist eine Sache, die nicht so schön ist, weil es gibt ja sowieso nur fünf Zahlen, darum ist es besser, man schreibt ein Drittel wirklich hin. Wenn Sie mit den rationalen Zahlen rechnen, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, ein Drittel hinzuschreiben, als es so hinzuschreiben. Wenn Sie aber in Z5 rechnen, dann gibt es ja eine konkrete Zahl, die ein Drittel ist. Und darum sollten Sie nicht ein Drittel hinschreiben, sondern Sie sollten diese Zahl hinschreiben, die ein Drittel ist. Welche Zahl ist denn ein Drittel in Z5? Ein Drittel heißt doch der Kehrwert von 3. Das heißt, die Zahl, die ich mit 3 multiplizieren muss, damit 1 rauskommt. Und da das alles sehr überschaubar ist und hier nur 5 Zahlen stehen und 0 es sowieso nicht sein kann, müssen Sie doch nur 4 Werte durchprobieren. 1 mal 3 ist 3. Nein, kann es nicht sein. 3 mal 3 ist 9. Das heißt, 4 kann es auch nicht sein. 3 mal 4 ist 12. Das heißt, 2 kann es auch nicht sein. 3 mal 2 ist aber 6. Das heißt, 1. Das ist es. Das heißt, ein Drittel ist 2 und darum sollten Sie nicht ein Drittel, sondern 2 schreiben. Schreiben Sie, wenn Sie zum Beispiel in Z5 rechnen, immer nur diese Zahlen hin, 0, 1, 2, 3, 4. Damit ich auch beim Korrigieren der Klausur sehe, dass Sie überhaupt verstanden haben, was wir da machen. Das ist nämlich manchmal sonst nicht so richtig ersichtlich. So, jetzt sollten wir aber wirklich mal darüber reden, was das denn bedeutet, das als Funktion zu betrachten, so ein Polynom. Also ich schreibe Ihnen jetzt nochmal so ein Polynom hin. Sagen wir mal, P ist das Polynom. Eigentlich alles, wie wir das schon kennen. X wird abgebildet auf x Quadrat plus 3x plus 2. Nur rechnen wir jetzt von Z5 nach Z5. Ansonsten ändert sich nichts. Und jetzt können wir uns halt auch wieder fragen, was kommen denn da so für Werte raus? Ja? Das heißt, wir können jetzt mal fragen, was ist denn P1? P von 1. Was passiert, wenn ich in dieses Polynom 1 einsetze? Und das können Sie jetzt ja einfach hinschreiben. Erstmal einfach hinschreiben. X Quadrat heißt 1 mal 1. Hier steht 3 mal 1 und hier steht 2. 1 mal 1 ist auch in Z5 1. 3 mal 1 ist auch in Z5 3 plus 2. Also kommt hier raus 1 plus 3 plus 2 ist zusammen 6, also 1.
P von 1 ist 1. Und entsprechend probieren wir nochmal einen aus. P von 4 ist, erstmal einfach eintragen, 4 mal 4 für x Quadrat plus 3 mal 4 plus 2, habe ich nur abgeschrieben. Jetzt muss ich wieder ein bisschen rechnen. 4 mal 4 ist 16, das ist 1. 3 mal 4 ist 12, das ist 2. Plus 2. 1 plus 2 plus 2 ist 5, also 0. Aha, da haben wir zum Beispiel gleich zufällig eine Nullstelle gefunden. P von 4 ist 0. Wir sind ja immer auf der Suche nach Nullstellen. Kleiner Tipp, werde ich Ihnen sicherlich nochmal sagen, aber können Sie sich jetzt schon hinter die Ohren schreiben. Wie kann man in so einem kleinen überschaubaren Körper Nullstellen finden? Wir hatten ja letzte Woche so ein unglaublich kompliziertes Verfahren. In so einem kleinen Körper ganz simpel ausprobieren. Da gibt es ja nur 4 Werte oder 5 oder 7 oder sowas. Also wenn Sie sonst keinen anderen Weg sehen, dann setzen Sie doch einfach mal alle 7 ein. Das kann ja nicht so dramatisch sein. Und dann sehen Sie schon, ob Sie Nullstellen haben oder nicht und wo die liegen. Aber erstmal haben wir jetzt gesehen, damit habe ich auch angefangen, Polynome sind nichts weiter als Rechenvorschriften, in denen nur Multiplikation und Addition vorkommt. Darum können wir das auch mit irgendeinem Körper machen und nehmen dann mal sowas wie Z5, Z3, Z7 oder was auch immer. Nochmal ein Beispiel. Jetzt betrachten wir mal Q, das soll, jetzt nehmen wir zur Abwechslung mal Z3. Nehmen wir mal an der Stelle sollte ich vielleicht nochmal auf ein häufiges Missverständnis hinweisen. Die Frage ist nach meiner Meinung völlig berechtigt. Es kommt nämlich immer die Frage, Moment mal, ich rechne jetzt in Z3 und hier oben steht x hoch 3, aber 3 ist doch 0. Ist das nicht x hoch 0? Genau, diese 3 da oben hat mit der 3, in der wir rechnen, überhaupt nichts zu tun. Das muss man sich natürlich einmal klar machen. Dieses x hoch 3 ist nur eine Abkürzung für x mal x mal x. Das ist nicht die 3, die hier vorkommt. Das ist halt manchmal so, dass man erstmal im Kontext verstehen muss, was da steht. Das schreibt man ja nur hin, damit man nicht langwierig x mal x mal x hinschreiben muss. Gut, da können wir auch mal wieder irgendwas einsetzen. Sagen wir mal q von 2. Wenn ich das hier einsetze, dann steht hier 2 mal 2 mal 2 plus 3 mal 2 mal 2 plus 2. 2 mal 2 mal 2 ist 8. Wir rechnen in Z3, also ist das 2. 3 mal 2 mal 2 brauche ich gar nicht auszurechnen, weil hier ja der Faktor 3 drin steht, also muss hier 0 rauskommen. Wir rechnen ja in Z3. Die 3 ist ja die 0, ne? Und die 2 ist die 2, also steht hier 2 plus 0 plus 2 und das ist 1, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Q von 2 ist 1. Und setzen wir nochmal einen Wert ein. Q von 1. Dann haben wir hier 1 mal 1 mal 1. Sie sehen, das ist alles ganz wunderbar mit den Polynomen über solchen kleinen Körpern. Da muss man nämlich viel weniger rechnen als bei den großen Dingen. Da können gar keine schlimmen Zahlen rauskommen. 1 mal 1 mal 1 plus 3 mal 1 mal 1 plus 2. Das ist also hier 1. Hier kommt wieder 0 raus, weil hier 3 steht. Und hier kommt 2 raus. Also kommt hier insgesamt 3 raus, also 0. Ja? Und ich muss jetzt selbst Asche auf mein Haupt häufen, weil ich natürlich was gemacht habe, was ich Ihnen eben gerade selbst gesagt habe, was keine gute Idee ist. Ich habe 3 hier hingeschrieben, was natürlich Quatsch ist, weil die 3 ja 0 ist. Darum hätte ich diesen Term hier gleich weglassen können. Ne? Statt hinzuschreiben 3x², hätte ich genauso gut auch 0x² hinschreiben können und hätte es auch gleich weglassen können. Machen Sie das auch mal. Wir rechnen in Z5. Hier ist diesmal alles in Ordnung. x² plus 3x plus 4. Und Sie sollen, also nochmal, Sie rechnen in Z5, Sie sollen ausrechnen die Funktionswerte P0, P1, P2, P3, P4. Aber, ich will die jetzt nicht alle nochmal vorrechnen, das sollte ja eigentlich klar sein. Ich habe aber eine andere Frage. Was fällt Ihnen denn hier auf? Das Ding kann keine Null stellen. Dieses Polynom hat keine Nullstellen, denn, nochmal, es gibt ja überhaupt in diesem ganzen Körper nur 5 Zahlen. Wir haben alle Zahlen, die es gibt, eingesetzt, alle Ergebnisse uns angeschaut, es ist niemals 0 rausgekommen. Das bedeutet, der Fundamentalsatz der Algebra gilt hier nicht. Das ist aber auch jetzt überhaupt nicht überraschend, weil
habe ich ja vorhin nochmal wiederholt, der Fundamentalsatz der Algebra gilt nur für komplexe Zahlen. Das ist keine Aussage über alle Polynome, die es gibt überhaupt, sondern der gilt nur für Polynome mit komplexen Koeffizienten. Aber wir sollten uns das nochmal notieren. Für beliebige Polynome gilt der Fundamentalsatz der Algebra nicht. Weil es ganz banal gesagt eine Aussage über komplexe Polynome ist. Mehr steht da ja auch im Fundamentalsatz nicht. Wenn wir schon mal dabei sind, aufzuzählen, was alles nicht gilt, das schöne Klausurenlemma gilt auch nicht, weil, auch das ist ja logisch, das Klausurenlemma sagt ja was aus über ganze Zahlen und Teilbarkeit. Und darum kann man das gar nicht sinnvoll auf sowas wie Z7 übertragen. Weil was soll in Z7 die ganzen Zahlen sein? Was ist da Teilbarkeit? Ja? Also schreibe ich mal dazu, das Klausurenlemma auch nicht. Der Fundamentalsatz der Algebra gilt nicht, das Klausurenlemma gilt auch nicht. Aber eigentlich die viel wichtigere Aussage, alles andere, was wir über Polynome gelernt haben, gilt auch für beliebige Körper. Also Begründung erstmal, fangen wir mal von unten an. Warum gelten eigentlich alle Aussagen, die wir über Polynome gemacht haben, die haben wir uns ja selbst hergeleitet, auch in diesen Körpern hier? Weil wir die ganze Zeit nur ganz normal multipliziert, dividiert und so weiter haben. Und weil das hier auch alles so funktioniert, können wir das alles übertragen. Horner-Schema, Polynomdivision, Anzahl der Nullstellen und. Das gilt auch alles hier. Ja? Das ist zum Beispiel, dass ein Polynom dritten Grades höchstens drei Nullstellen haben kann, dass man Linearfaktoren abspalten kann, dass man dividieren kann, können Sie alles übertragen, funktioniert alles. Diese beiden Sätze sind Ausnahmen. Der Fundamentalsatz ist eine ganz große Ausnahme, den habe ich Ihnen ja auch nur erzählt, da haben wir uns gar nicht angeguckt, wie man sowas beweisen würde. Das ist ein sehr komplizierter Beweis, der sehr eng mit den speziellen Eigenschaften der komplexen Zahlen zu tun hat. Den kann man nicht einfach auf andere Körper übertragen. Und dieses Ding hier, das Klausurenlemma, haben wir uns auch keinen Beweis für angeschaut, funktioniert nur, weil die ganzen Zahlen innerhalb der rationalen Zahlen eine ganz spezielle Rolle spielen. Und so eine Teilmenge gibt es halt in Z7 nicht. Da gibt es nicht irgendwelche ganzen Zahlen innerhalb von Z7 oder so. Ja? Das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist das, was hier unten steht. Abgesehen davon können wir mit Polynomen so rechnen, wie wir es gewohnt sind, auch wenn wir uns auf einmal in Z17 befinden. Und das macht man halt auch in vielen Bereichen und wir werden uns diverse Beispiele dafür anschauen.